Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück in Litchfield Zoo. Und frohen Valentinstag euch allen. Ich freue mich wahnsinnig, dass ihr heute am Valentinstag 23 Minuten eurer Zeit mit mir verbringen werdet. Hoffentlich werdet ihr 23 Minuten eurer Zeit mit mir verbringen. Denn wir haben ein kleines bisschen was zu tun hier in Litchfield. In der letzten Episode haben wir ja damit begonnen, den Streichelzoo zu bauen. Beziehungsweise in den letzten beiden Episoden eigentlich schon mit dem Waschbärgehege und in der letzten Folge dann mit der großen Scheune, die wir angefangen haben zu bauen. Und wo wir die Wildschweine haben einziehen lassen. Heute werden wir diese Area hier vervollständigen. Wir werden die Scheune komplett fertig bauen, was ja nicht mehr viel ist, außer ein paar Wände hochziehen, das Dach draufpacken und das war's eigentlich dann auch schon. Und der Rest ist dann Landschaftsgestaltung für unsere Lamas und die Schwäne, die heute noch mit einziehen werden. An dieser Stelle aber, bevor wir reingehen ins Speedbuild und bevor ich es wieder vergesse, jetzt ist der perfekte Zeitpunkt für euch, um auf den Like-Button zu klicken oder auf den Abo-Button zu klicken. Oder auch beides zusammen. Es tut nicht weh, mir hilft's. Und ja, genau, so sieht's aus. An dieser Stelle auch nochmal ein ganz herzliches Dankeschön an euch alle. Vor 2 Tagen haben wir die 1600 Abonnenten erreicht. Das ist ein großer Schritt für mich. Ich habe erst vor knapp 2,5 Jahren angefangen, YouTube überhaupt zu machen. Letztes Jahr im April haben wir die Tausender-Marke geknackt, jetzt sind wir bei 1600. Es freut mich, dass ihr nach wie vor Spaß habt an meinen Videos, dass wir nach wie vor neue Abonnenten hinzubekommen, dass die Community immer größer wird und es macht mir nach wie vor wahnsinnig viel Spaß mit euch allen zusammen. Also nochmal vielen, vielen, vielen Dank dafür. Ja, ich war ja das letzte Wochenende weg, weswegen es in der letzten Woche auch kein Video gab für Planet Zoo. Weder Brooksburg noch Litchfield noch sonst irgendwas. Ich war nicht letztes Wochenende weg, sondern das Wochenende davor. Ich habe euch ja gesagt, ich bin in Athen oder ich war in Athen. Es war unglaublich schön. Ich habe dort unter anderem auch einen Zoo besucht. Also nicht direkt in Athen, sondern so ein kleines bisschen außerhalb in Sparta. Der Attische Zoologische Garten. Klingt aufregend. Die Reise dorthin war es auch ein kleines bisschen, weil ich ja eine gute Stunde unterwegs war. Mit öffentlichen Verkehrsmitteln, mit U-Bahn, Bus und so weiter und so fort. Auch irgendwann mal quer über ein Feld laufen musste und so. Aber hey, ich habe es geschafft. Ich bin dorthin gekommen und ich bin auch gesund wieder zurückgekommen. Und ich werde euch definitiv ein klein wenig davon zeigen in der nächsten Zeit. Ich muss das Video noch vorbereiten. Ich war alleine unterwegs diesmal. Das heißt, es wird nur ein kurzes Video werden. Ich werde auch ein Voiceover dazu machen müssen, weil ich nicht parallel dazu geredet habe. Also nicht ständig. Aber wie gesagt, also ich werde euch definitiv einige Bilder davon zeigen. Ich war wahnsinnig positiv überrascht, denn ich habe mir, gerade bei diesen südländischen Zoos, erwarte ich meistens nicht so wahnsinnig viel. Weil es häufig dann doch so ist, dass Gehege meistens relativ klein sind und so. Also ich kann mich da noch an Zoos aus meinen Kindheitstagen erinnern, wo ich echt nicht schockiert war, aber wo ich mir dachte, wow, das ist jetzt nicht so der Knaller. In dem Zoo in Sparta war es nicht so. Also wie gesagt, ich war total positiv überrascht. Sehr viele schöne Gehege. Einige Gehege dabei auch, die durchaus größer waren als die Gehege, die wir teilweise hier aus deutschen oder anderen europäischen Zoos gewohnt sind. Aber wie gesagt, ich werde euch das in den nächsten Tagen, Wochen definitiv mit so einer Kurzvorstellung dann unter der Rubrik Bake and Play on Tour mal zeigen. Genau, so,
Aber jetzt zurück hier nach Litchfield. Bisher haben wir nicht sehr viel verpasst, denn wir haben das Dach eingezogen jetzt, wir haben die Wände hochgezogen und ein bisschen Stroh bzw. Heu im Stall ausgelegt für unsere Lamas. Sehr viel mehr wird hier jetzt auch nicht mehr passieren. Ich denke, das ist auch komplett ausreichend, weil wir ja schon so ein bisschen Deko und Kleinkram beim letzten Mal gemacht haben. Deswegen müssen wir da nicht mehr so sonderlich viel tun. Jetzt noch einen kleinen Zaun vorbereiten, den selbstgebastelten hier. Damit wir unsere Area hier so ein kleines bisschen eingrenzen können, habe ich wieder ähnlich gemacht letztendlich, wie auch schon bei unserem Pferch für die Wildschweine. Auch hier so ein bisschen dieser Used Look, nenne ich es jetzt einfach mal, mit den abgebrochenen Zaunplanken. Und diesen Zaun mit unterschiedlichen Varianten werden wir jetzt dann gleich eben hier um unseren kleinen Streichel zu ziehen, dann, damit unsere Tiere auch genug Platz haben letztendlich. Ihr hattet ja vorher auch schon gesehen die Stallung für die Lamas. Da war auch wieder ganz interessant zu sehen die Hitbox der Tiere. Wieder mal, leider Gottes ist das immer das Thema oder sehr, sehr häufig das Thema. Ich hatte hier auch tatsächlich das Problem, obwohl beide Türen offen waren, dass die Lamas mir nicht rausgehen konnten aus dem Stall. Ich musste tatsächlich diese, die beiden Tore noch ein kleines bisschen nach links und rechts verschieben, damit die Lamas da raus konnten. Und ihr habt es gerade im Bild auch nochmal gesehen. Das Tor ist so weit offen, da könnte selbst ein Flusspferd rauskommen. Oder ja, ein Elefant von der Höhe vielleicht nicht, aber von der Breite auf jeden Fall. Und es handelt sich hier um Lamas. Also das sind so Geschichten, wo ich mir denke, verstehe ich nicht so ganz. Aber gut, sei es drum. Ich hatte auch schon überlegt, mal ein Video dazu zu machen, über diese ganzen Größenverhältnisse im Spiel. Ich hatte es teilweise schon mal angesprochen, dass die Größenverhältnisse von manchen Tieren nicht so wirklich zusammenpassen. Manche Tiere sind zu groß, die meisten Tiere sind zu klein. In Relation zu anderen Tieren passt es teilweise nicht zusammen. Also das ist... Mal gucken. Also ich glaube, Salamanders hat da bereits ein Video dazu gemacht. Ich hatte das ja mal angesprochen, gerade so mit dem Thema Wiesent und Bison. Ich bin am Überlegen, ob ich so ein Video auch mal machen werde, auf deutscher Sprache dann eben, wo ich euch mal so ein bisschen die Unterschiede mit den Tieren zeige, wo wir vielleicht so eine kleine Messskala dann auch mal hinpacken und uns die Tiere da vorstellen und dann einfach mal schauen, okay, wie groß sind die Tiere in Real Life und wie groß sind die Tiere im Spiel? Passt das oder haben wir da echt krasse Unterschiede? Könnt mir in den Kommentaren ja mal schreiben, ob ihr da Lust dazu hättet oder ob euch das interessieren würde. Dann bastel ich da gerne mal was zusammen für euch. Ja, ansonsten schließen wir heute hier mit dem Streichelzoo ein weiteres Gebiet in unserem Zoo und eine weitere Lücke. Also wir haben jetzt den obersten Zooteil mit dem mittleren Zooteil dann verbunden, haben sämtliche Lücken hier geschlossen letztendlich und können uns nun an das letzte Kapitel heranwagen und wieder zurückgehen nach Predatoria, wo wir dann noch so, ja, vielleicht drei, maximal vier Gehege dann basteln werden. Also wird es maximal noch 4-5 Videos dann geben und dann kommen wir hier in Litchfield auch zu einem Ende und können ein neues Kapitel dann aufschlagen. Was genau das sein wird, weiß ich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht. Wie gesagt, ich habe viele Dinge im Kopf, aber es wird auf jeden Fall ein kleineres Projekt sein als Litchfield, wo wir einfach dann auch schneller zu einem Ende kommen und uns dann wieder um irgendwas Neues kümmern können. Ich hatte so im Blick, was ich mal ganz cool fände, DLC-Zoos.
Das heißt, wo man einfach nochmal die einzelnen DLCs vorstellt, was in den DLCs drin war an Bauteilen und an Tierarten. Und einfach dann einen Zoo bauen, wo man eben dann hauptsächlich oder vielleicht sogar ausschließlich, also bei den Animal Pack geht es nicht, aber bei den anderen DLCs, auf die Bauteile aus diesem DLC dann zurückgreift, wo man dann einfach nochmal sieht, was war da alles enthalten, was für Tiere haben wir da drin. Weil ja oft auch die Frage kommt, also zumindest ich habe sehr oft gelesen, gerade von Neuen, die das Spiel eben neu spielen, welches DLC sich dann am meisten lohnt oder warum man gewisse DLCs kaufen sollte. Und so hat man einfach nochmal so einen kleinen Überblick und kann sich das anschauen, was da denn alles so mit dabei ist. Genau, also das ist so eine kleine Idee, vor allem weil das dann kleine überschaubare Projekte sind. Ich sag mal so mit vielleicht 10 Folgen dann dementsprechend machbar, maximal. Und das finde ich eigentlich eine ganz nette Geschichte. Auch da könnt ihr mir ja in den Kommentaren dann schreiben, was ihr davon haltet. So, die Felsarbeit hier ist fertig. Jetzt kommt es wieder mit der Bepflanzung, das Aristidia-Glas und nachher dann auch der Kreosotbusch. Es gibt natürlich auch noch ein paar andere Pflanzen, die wir hier mit reinsetzen werden, aber das, ja, ich wiederhole es in jeder Folge, das sind so meine Hauptpflanzen letztendlich, die ich immer und immer und immer wieder benutze. Versuche auch hier wieder das Streichelzoo-Gehege relativ offen zu halten, nicht zu viele Bäume und so weiter dann hier rein zu pflanzen, damit unsere Tiere und auch die Besucher genug Raum haben, das ganze Gehege hier zu erkunden. Und natürlich auch die Tiere genug Möglichkeit haben, unseren Besuchern dann letztendlich aus dem Weg zu gehen. Ja, unser Schwanenteich ist jetzt nicht wahnsinnig groß, aber für ein Pärchen Schwäne reicht es in dem Fall dann aus. Also es, wie gesagt, es hätte durchaus noch ein bisschen größer sein können, aber aufgrund der Topografie des Geländes, so jetzt wird es wissenschaftlich, zumindest die Wortwahl, war das halt nicht so wirklich möglich, hier einen größeren Teich dann reinzusetzen, weil mir das die ganze Geländestruktur dann kaputt gemacht hätte. Und deswegen dachte ich, okay, so ein kleiner Teich muss dann eben ausreichen für die Vögel. Noch ein paar Wasserpflanzen. Und so ein bisschen diesen australischen Vibe dann auch reinkriegen mit diversen Farnpflanzen und diesen Keulenlilien, die ich auch sehr, sehr gerne immer benutze. Ja, die Episode generell heute auch relativ kurz. Ganz einfach aus dem Grund, weil die Landschaftsgestaltung meist recht schnell geht immer bei mir. Da brauche ich nicht so wahnsinnig viel Zeit dafür. Das meiste, was immer Zeit frisst, sind einfach Gebäude. Und da das Gebäude ja mehr oder weniger schon fertig war und da nur noch die Wände und das Dach eingezogen werden mussten, erübrigt sich der Rest so ein kleines bisschen. Hier habe ich dann noch ewig nach Seerosen gesucht, habe dann festgestellt, dass es in Ozeanien und was hat man noch ausgewählt? Ich glaube nur Ozeanien, dass es da keine Seerosen gibt. Oder generell keine Wasserpflanzen, die wir großartig pflanzen können. Ja. Dann noch ein paar Tierschilder platzieren. Sowohl innerhalb als auch außerhalb des Streichelzoos. Ja, und in den nächsten Tagen werde ich dann eventuell auch noch ein Speedbuild hochladen für euch, weil wir am Wochenende was ganz Lustiges gemacht haben in meiner Community. Wir haben eine 3-Stunden-Challenge gemacht.
Es gibt es wohl von mehreren YouTubern. Ich weiß nicht, wer es ins Leben gerufen hat. Ich habe das noch nie vorher gesehen gehabt. Wurde aber von unserer lieben Jean aufmerksam gemacht, dass es sowas gibt. Und die hat auch die Frage gestellt, ob wir da Lust dazu hätten. Lange Rede, kurzer Sinn. Es ging darum, zu einem ausgewählten Thema innerhalb von 3 Stunden ein Gehege zu bauen. Das heißt, wir haben uns alle zusammengeschaltet über den Voice Chat in Discord, haben dann per Zufallsprinzip ein Thema ausgewählt, in dem Fall war es das Thema gruselig, und haben da dann innerhalb von 3 Stunden alle miteinander parallel zueinander ein Tiergehege gebaut. Es war echt cool und hat echt wahnsinnig Spaß gemacht, war auch super witzig und wir werden es in Zukunft definitiv mal wieder machen. Wenn ihr da Interesse habt, da auch mal mitzumachen, dann schaut doch gerne mal bei mir im Discord-Channel vorbei und da werdet ihr am Laufenden gehalten, wann wir das dann wieder machen, weil wir haben uns schon darauf verständigt, dass wir das unbedingt mal wieder machen möchten, weil es echt lustig war. Es war ein kleines bisschen stressig, aber am Ende sind wirklich richtig, richtig coole Sachen dabei rausgekommen. Wie gesagt, wenn ihr da mal Bock habt, einfach mal bei mir auf Discord vorbeischauen. Da kriegt ihr dann immer mit, wenn wir irgendwelche Geschichten dann zusammen planen. Ja, hier sind wir jetzt nahezu schon in den letzten Zügen. Noch ein bisschen Tierbeschäftigung hier und da platzieren. Und dann müsste es das eh schon gewesen sein. Ja, noch ein paar Pflanzen außerhalb. Da ist das Schwierige hier an dieser Stelle des Zoos, dass man da übelst aufpassen muss mit den Pflanzen, weil die den Schatten nach rechts rüberschmeißen. Das heißt, die machen mir dann das Elefantengehege relativ dunkel und deswegen sind große Bäume da an dem Rand eher schwierig. Trotzdem wollte ich zumindest ein paar kleinere Bäume dort haben, einfach damit das Gelände nicht so furchtbar langweilig aussieht. Wie gesagt, ich habe jetzt 2 Bäume da noch hingesetzt und ich denke, das sieht ganz gut aus soweit. Noch ein kleines Schild schnell basteln für unsere kleine Farm und dann sollten wir eh schon fertig sein. Einfach was Kleines. Einfach, also hier hätte ich mir gewünscht, dass wir so ein bisschen eine kleinere Schriftart noch gehabt hätten. Ja, leider Gottes ist dem nicht so. Deswegen habe ich das hier benutzt. Ich hätte es gern auch anders genannt. The Litchfield Farm oder wie auch immer. Aber dann wäre das Schild viel zu groß geworden und das wollte ich nicht. Und deswegen hier einfach so die kleine Variante davon. Oder halt nur simple the farm. Ich denke, das passt auch. Und dann noch dieses kleine Wellblech drüber. Und dann sind wir auch schon fertig. Genau, das Schild setzen wir jetzt oben an den Eingang dann auch nochmal dran. Ja, und dann sind wir im Endeffekt mit der heutigen Episode auch schon fertig. Unsere kleine Farm ist eröffnet. Unsere kleine Farm, da war's. Wer kann sich noch dran erinnern?
Ja, wird Zeit, dass wir die Tiere einbringen und dann schauen wir uns das Ganze im Real-Time-Part einfach nochmal miteinander an. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, dann ist jetzt der zweitbeste Zeitpunkt, oder habe ich gerade gesehen, ich muss noch ein paar Mitarbeitergebäude verkleiden. Dann ist jetzt der zweitbeste Zeitpunkt, um den Like-Button zu klicken, um den Kanal zu abonnieren und auf jeden Fall nicht vergessen, einen Kommentar dazulassen. Und selbstverständlich nächste Woche, nächsten Mittwoch wieder einschalten, wenn wir dann Predatoria weiterbauen. Jetzt noch viel Spaß mit unserem Streichelzoo und euch noch einen schönen restlichen Valentinstag. Lasst euch gut gehen. Bis dann. Ciao.